Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben immer noch den Hannes hier. Moin. Wir haben noch den Kesto hier. Moin. Und der Kesto ist ja Meister des Tornados, ne? Der hat ja schon Tornado 1 hat er mitgespielt, Tornado 2, die Rückkehr, Tornado 3. Die Wiederkehr. Die Auferstehung. Die Vollendung ist wahrscheinlich dann der vierte Teil. Das hier, weiß ich nicht. Wir haben letztens was gesehen. Sag mal, soll man da Videos von dir einblenden in dem Moment? Klar, warum nicht? Dann guckt mal hier, wer sich der nette Herr angestellt hat. Squall. So, habt ihr das gesehen, wie sich der nette Herr angestellt hat? Und dann habe ich was gesehen, den Kesto, sein Onkel, ne? Der Onkel Zink. Und der ist ja Perfektionist. Also da, was der die Dinger da reinhaut und immer so stylisch und cool dabei. Und deswegen haben wir gedacht, wenn der Großmeister der Tornado Fails da ist und die Münchner Weißwurst daneben steht, ja, dann probiert auch Dicke Ramses jetzt auch mal einen Tornado. Und damit ihr wisst überhaupt, wer Onkel Zink ist und wie ich das eigentlich vorhab, zeigen wir mal kurz Onkel Zink ein Video. So, und jetzt sind wir zurück und jetzt pass auf, probieren wir mal die Onkel Zink Performance. So hat es mit dem Schlunkern nicht so geklappt, aber. Oh. Wait, T-Shirt Contest. Jetzt ist die Kleine von lauter los. Ich krieg das nicht, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, keine Ahnung. Aber, weil der Kesto ja der Profi ist, dann kann der das ja mal zeigen, wie das ist. Ich sollte erst mal vorstellen, die haben ja auch 0,33er Kilkenny Irish Red Ale, womit wir das machen. Wir machen. Okay. Das hat der Onkel Zink aber nicht gemacht. Ist noch was drin? Ja, dann trink doch mal einen Schluck. Kannst du nicht jetzt das Bier einfach so? Man beachte übrigens, wie hier die das alles runterläuft, ne? Richtig zärtlich, richtig wunderbar. Aber wir haben ja immer noch einen da dann, nämlich der Hannes, der hat ja auch noch Bock. Der Hannes, muss mal gucken, der isst jetzt eine Packung Weißwurst komplett. Tja, hast du jetzt eine Brille geklaut oder hast du eine eigene? Ja, ich hab seine Brille geklaut jetzt. So, cool. So. Ja. Oh. Hau nein! Das heißt, das ist jetzt der Onkel Zink, der deutsche Onkel Zink, sagen wir mal. Er hat es geschafft, cool, er ist Boss. Der Boss. Danke, Hannes. Ich habe gar nichts gerafft und der Kesto, der hat wieder, wie immer, kennt man ja aus seinen Videos. Das war auf jeden Fall die Onkel Zink Production. Nein, danke Kesto natürlich, dass du uns das beigebracht hast. Ja, cool. Unbedingt. Und wir zwei es trotzdem nicht können, aber der Hannes ist halt der Profi, der Hannes, der kennt alles, ja. Ich kann das T-Shirt jetzt noch austrinken, das ist cool.